So, liebe Fußballfreunde, es wird doch nicht Mittwoch. Florian will noch ein bisschen justieren und einen Zettel holen. Ja, Florian, wir lachen mal wieder. Wie steht mir denn überhaupt? Ja, passt, ja. Gleich nochmal an die Sponsoren denken, haben wir lange nicht gesagt. Ja, aber das wisst ihr ja, wo man einkaufen muss. Ja, also wir lachen wieder mal, weil beide Mannschaften. Ja, wunder. Genau. Ja, Florian wird von der zweiten berichten. Und ich von der ersten. Welche wollen wir anfangen? Mit der ersten. Ja, wir fangen mit der ersten an. Ja, also der erste musste zum Angstgegner nach Hohen Weiden. Ja, vor allem Steve hatte Angst, weil dort ist ja damals passiert, bei uns, wo er sich das Bein gebrochen hat. Genau. Ja, vom Ergebnis her hört sich doch ein deutlicher an, als es eigentlich war. Ja, 3-1. Zur Halbzeit stand es noch 0-0. Und dort auf den kleinen Platz in Hohen Weiden haben sie uns schon Ärger gemacht. Vielleicht sie ja ein bisschen mehr vom Spiel gehabt wie mir. Oder hatten sie eigentlich auch. Aber wir hatten das eben die Chancen dann doch ein bisschen klarer ausgespielt. Ja, sie haben sich immer mit hohen Bällen und langen Bällen gearbeitet. Was wir doch ganz gut gekriegt haben, in den Griff gekriegt haben. Ja, Kochi im Tor wird die von Spiel zu Spiel immer besser. Hat das gut gemacht. Und Streif, den wir als letztes Mal jetzt eingesetzt haben, wird auch. Gut, Christian hat diesmal eine richtig gute Leistung gebracht und natürlich auch die anderen Spieler, sonst kann man ja nicht gewinnen. Ja, wie gesagt, zweiter Stand 0-0 und gleich nach Anstoß gehen wir 1-0 und dann auch gleich 2-0 in Führung, jeweils durchs Tor von Lukas und Erik. Ja, querlegt, reingeschossen, wobei wir in der ersten Halbzeit auch schon ein Tor geschossen hatten, waren angeblich abseits, ja, wir sind ja klar, wir sehen das ja von einer, bitte anders, da hat ein Lukas quergelegt und Steve kam von hinten und schießt ihn rein. Ja, war halt so. Ja, aber auch recht hart und kämpftes Spiel, ja, viele Karten. Da ist es gut, dass wir dort entsprechend mitgehalten haben. Und dann machen sie gleich auch das 2-1, ja, wo es wieder gefährlich wurde, ja, wo wir jetzt erstmal mit dem 2-0 Vorsprung erstmal ein bisschen nur die Zeit retten, aber ne, machen gleich jetzt 2-1 und dann hat sich wieder ein bisschen beruhigt, haben wir wieder ein bisschen mehr Spielzugriff gehabt und dann kurz vor Schluss macht Steve schön Kopfball rein und das war dann das 3-1 und dann war es im Prinzip durch das Spiel. Ja, ich habe mal Tabelle geguckt, Hohen Weiden sind ja letzter und haben 0 Punkte, aber so wie die gespielt haben, wird das sicher nicht so bleiben. Ich habe jetzt nicht geguckt, wen sie alle schon gespielt haben, aber und jetzt haben sie auch ausgesetzt für uns, aber mit der Leistung werden die sicher ihre Punkte noch holen. Ja, wollen wir uns mal in der Kreisliga die Ergebnisse angucken. Blöschen in der Pause 0-1, ja, in der Pause Punkt geholt. 3 Punkte, haben jetzt 4 Punkte. Hohen Weiden gegen uns, ist ja klar, 1-3. Bad Thürnberg gegen Barnstedt 6-0. Naja, Bad Thürnberg ist ja für mich das Masterdinge, muss man schon sagen. Und Merseburg-Mölschau haben wir geguckt, sind oben mit dabei. Bad Thürnberg ist bloß dahinter, weil sie ein Spiel weniger haben. Ja? Barnstedt ist ja dann punktlos noch. Ja, haben sich ja wieder so neu formiert. Müssen wir mal abwarten, was wird. Ja, Großgräfendorf gegen Zöschen. Ja, Großgräfendorf hat natürlich nun so gute Leistung gebracht. Und Zöschen ist auch eine gute Mannschaft, kann man auch 2-0 verlieren. Das ist alles normal. So, Merseburg-Mölschau gegen Sperkau 2. 4-0. Und dann Rosbach gegen Leunau. Das ist wahrscheinlich Leunau in Klammern, also ist Leunau nicht angetreten. Müssen wir mal sehen, was da wird. Wallendorf gegen Langeisstedt 2-3. Ja, Langeisstedt also wieder gewonnen. Ja. So, und Dollwitz spielfrei, also wisst ihr schon, gegen wen wir als nächstes spielen, gegen Dollwitz. Ja, von der Konstellation ist es so, dass immer die Gegner vor uns, haben es sicher so gemacht, wir haben angefangen mit spielfrei und alle Gegner vor uns sind dann immer die Woche spielfrei. So, Florian ist mit der zweiten dran. Jo, wir waren in Kröst am Sonntag gewesen, haben den schweren Gegner gehabt, das war auch ein sehr schweres Spiel, aber haben es, denke ich mal, clever angestellt, sind relativ zeitig in Führung gegangen. Nach 13 Minuten hat Erik einen super Pass durchgesteckt. Ich bin allein auf dem Tormann zu, habe dann das Tor gemacht. Dann ist 1-0. Dann kurz danach war dann Stefan Henser. Ja. Auch schön durchgesteckt, hier kriegt einen Ball, macht 2-0. Auch Tormann schön verladen.
Da haben wir dann Erik noch zweimal zur Stelle. Ja, in der ersten Halbzeit hat dann seine zwei Tore gemacht. Stand dann zur Halbzeit 4-0. Ja. Wurde dann eigentlich nicht mehr. Und dann haben wir es mehr oder weniger runtergefahren. Und was ist das Besondere an dem Ergebnis? Jetzt sind wir? Das ist ein Erster. Der zweite ist Erster, ja, da haben wir nicht umsonst. Da reicht ja nicht bis da hoch. Also deswegen müssen wir es euch sagen, oder ist es noch drauf? Ja, der zweite ist Erster, ja. Das ist ein Wunder. Müssen aber jetzt als nächstes hier hin. Beuna. Was ist Beuna? Beuna ist Zweiter. Ja, ist schön für die Zweite natürlich, dass sie weit oben sind. Und wenn beide Mannschaften ihre Spiele so mehr oder weniger gewinnen, ist immer ein besseres Klima, als wenn man so im Abstieg und so. Das ist alles nicht so schön. Ja, wollen wir noch schnell die Ergebnisse von der Zweiten, wen es interessiert. Götschau gegen Blößchen 2-2. Querfort gegen ESV. Abbruch. Können wir nicht viel dazu sagen. Haben wir auch bloß aus dem Netz schnell rausgeholt. Knabendorf gegen Wallendorf 2-4. Dollwitz gewinnt 4-1 gegen Beuna. Wir gegen Größten 0-4, ist klar. Groß-Gräfendorf 2, die gewinnt gegen Gatterstedt 4-2. Und Rosbach waren ja sehr stark gegen uns, gegen Dornstedt 4-1. Ja. Ja, da ist natürlich jetzt der Bockwurst. Ja. Warum ist eigentlich Bockwurst? Ich weiß nicht, wie viel Bockwurst ist. Ich dachte, weil er so schlank ist wie eine Wurst. Da wird er ja Wiener essen. Ja, sind schon die Ersten, die dann die Bockwurst lieber in der Ersten sehen würden als Trainer, dass sie auch Erster sind. Der Stuhl wackelt, da müssen wir uns anstrengen mit der Ersten hier. Sonst müssen wir tauschen. Muss ich dann einen Trainer von der Zweiten machen? Erfolg ist... Nee, es wird schon so bleiben. Erfolg ist da. Ja, durch seine taktischen Tricks... Er hat ja zum Beispiel Manu ins linke Mittelfeld genommen. Und ich hätte gedacht, es ist gut, klappt das. Aber Manu hat eine Top-Leistung gebracht, hätte ich nicht gedacht. Steffen im Tor. Ja, das ist, wenn man der richtige Trainer Fuchs, der erkennt sofort die ganzen Leistungen und Varianten, die so ein Spieler drauf hat. Ja, und stellt dann natürlich entsprechend auf. Und ja, natürlich, Olli Diemer als Kapitän, da sah ich mich raus aus der Mannschaft. Viele Spiele nicht da gewesen, alle gewonnen. Ja. Also Olli, du wirst es schwer haben. Ja. Ist natürlich dann auch der erste Kapitän, der auf der Bank sitzt. Ja, wir können jetzt schön... Dass ich dann der Ordner bin und bin. Ja, Florian, wir wollten auch noch was anderes sagen, die Wandergruppe. Ja, die Wandergruppe war unterwegs, auch am Sonntag. Ja, soll richtig gut gewesen sein. Werden wir sehen, dass wir die Bilder wieder reinkriegen ins Netz. Und wer hat die Geburtstag? Heinz. Ja. Heinz, ja. Was schätzt du, wie alt Heinz geworden ist? Na, wir müssen es euch natürlich verraten. Also er ist am Montag 80 Jahre alt geworden. Genau. Er ist am Montag 80 geworden und hat am Sonnabend gefeiert. Ja. Ja, ich wäre am besten auch schon mal meinen 70. feiern, nicht, dass ich es noch nicht erlebe oder meinen 80. Ja. Gratulieren wir natürlich Heinz Urstein. Er war schon immer hier. Ja. Kann sich ja kaum noch einer erinnern, wie Heinz in der Jury gespielt hat. Ja, wollen wir auf jeden Fall gratulieren und weiter so. Heinz, und nicht immer so rumschimpfen, mir, vor allem nicht mit mir. Größter Kritiker, Junge, ist 80 geworden. Naja, okay. So, Florian, haben wir noch irgendwas Sinnvolles zu sagen? Hm. Nö. Wollen wir hoffen, dass wir nächste Woche wieder so freudig sind. Und lassen wir es mal dabei. Alles klar. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.